Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dietrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. Und ich möchte dir heute mal eine kleine Geschichte erzählen. Ich war vor ein paar Tagen, war ich live gewesen auf Instagram zu einem so schönen Thema Motivation. Und ja, das Leben spielt manchmal anders, als man denkt. Ich konnte das Live leider nicht abspeichern und somit sind die ganzen Informationen, die ich dort mit den Menschen in meiner Community geteilt habe, verloren gegangen. Und ich finde das Thema so wichtig, denn warum stehen wir auf? Warum gehen wir jeden Tag zur Arbeit? Warum machen wir das alles? Weil wir uns dazu motivieren. Weil wir ein Motiv haben, warum wir all das tun. Und ich glaube, dass wir ganz oft uns dafür motivieren, Dinge für andere Menschen zu tun, für andere Dinge, für andere Situationen. Und hierbei vergessen, dass wir für uns die gleiche Motivation an den Tag legen dürfen, wie auch für all die Dinge um uns herum. Dass wir so wichtig sind. Und ich sehe auch immer wieder Menschen, die an ihren Zielen festhalten. Und hier, Silvester steht vor der Tür und so viele Menschen jedes Jahr aufs Neue machen sich ganz große Ziele, setzen sich neue gute Vorsätze für das neue Jahr, nur um sie innerhalb von wenigen Tagen dann wieder auf die Wartebank zu setzen, weil die Motivation nicht ausreicht, weil es auf einmal so viele Ausreden gibt, irgendwelche Gründe, warum sie sich dann doch nicht dazu motivieren können, ihre Ziele und ihre guten Vorsätze durchzuziehen. Und merk schon, ich mag das Thema und ich möchte daher noch einmal etwas tiefgehender zu diesem Thema etwas sagen und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser heutigen Podcast-Episode. Vielleicht dürfen wir auf der Suche nach Motivation uns daran erinnern, was wir bereits wissen, anstatt an Orten zu suchen, wo unsere Motivation bereits begraben ist. Vielleicht haben unsere ursprünglichen Motive, diese Motive, die wir bereits begraben haben, absolut nichts mehr mit unseren heutigen Bedürfnissen zu tun. Denn seien wir doch mal ganz ehrlich, und ich nehme diese Abzweigung so gerne, und wenn du den Podcast schon kennst, wirst du jetzt denken, aha, ich weiß, von was du redest. Ich frage mich immer wieder, was würde die Evolution dazu sagen? Und wenn wir an unsere Ur-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 Vorfahren denken, die noch in den Höhlen gelebt haben, die noch draußen unterwegs waren, die Nomaden, die Menschen, die noch ganz andere Lebensbedingungen hatten als wir, dann waren deren Motive doch ganz andere als unsere heute. Diese Menschen von damals hatten nur ein Motiv: Überleben. Das Überleben der gesamten Rasse zu sichern. Und natürlich sind diese Menschen aufgestanden am Morgen und haben begonnen, sich zu bewegen. Sich zu bewegen, um Nahrung zu finden, um Wasser zu finden, um vielleicht auch, ja, Sexualpartner zu finden, um ihre DNA weiterzugeben. Und natürlich haben wir all diese Dinge nicht mehr in unserem Alltag. Und hier möchte ich genau in den Kern des Themas hineinkommen. Vielleicht sind wir heute alle so sicher. Vielleicht sind wir alle zu sicher. Vielleicht leben wir in einer so großen Sicherheit, dass wir uns nicht mehr dazu motivieren können, Dinge für uns durchzuziehen. Denn mal ganz ehrlich, wenn du und ich morgen nicht aufstehen, wenn wir einfach im Bett liegen bleiben, vielleicht maximal vom Bett zur Couch wandern, werden wir daran nicht sterben, wahr oder wahr? Wir werden nicht sterben, wenn wir vielleicht etwas essen, wo wir genau wissen, dass es uns nicht gut tut. Aber wir wissen auch ganz genau, dass uns das nicht umbringt. Es wird uns nicht umbringen, wenn wir uns nur noch von Gummibärchen ernähren. Nicht sofort. Es wird wahrscheinlich einen enormen Einfluss haben auf unser Leben. Aber es bringt uns nicht um. Und das unterscheidet uns sehr enorm von unseren Motiven von damals zu heute. Vielleicht sind wir Menschen darauf konditioniert, von Urzeiten an, dass unsere Motive auf etwas Großes ausgerichtet werden muss.
dass wir tatsächlich um unser Überleben kämpfen wollen. Und alles, was unser Leben nicht gefährdet, läuft. Hieraus ergibt sich ein ganz wichtiger Aspekt. Es ist für uns so, so leicht geworden, einfach aufzugeben, weil es wird für uns keine Konsequenz nach sich ziehen, die tatsächlich unser Leben bedroht. In den seltensten Fällen jedenfalls. Und vielleicht sind wir in diesem Punkt in einem Sicherheitsgefühl drin. Ein Sicherheitsgefühl, was uns so sicher sein lässt, dass wir die eigentlichen Gefahren schlicht und einfach übersehen. Und ich möchte jetzt hier nicht in irgendeine Verschwörungstheorie oder in irgendwelche derzeitigen Geschehnisse reingehen, sondern es geht tatsächlich um deine Lebenssicherheit. Und du bist sicher, du bist so, so sicher. Du musst rein gar nichts. Und du wirst trotzdem noch leben. Du bist so sicher. Und vielleicht ist genau diese Sicherheit der Grund dafür, dass du dich nicht motivieren kannst. Vielleicht ist diese enorme Sicherheit dein Motiv dafür, dass du nichts ändern möchtest. Vielleicht denkst du dir immer mal wieder regelmäßig, okay, das muss ich jetzt ändern, ich will das nicht mehr und so weiter und so fort. Aber letztendlich sabotierst du dich wieder selbst und kommst wieder genau da an, wo du losgegangen bist, weil die Motivation nicht ausgereicht hat. Die Motivation konnte gegen all deine Ausreden nicht ankommen. Und in diesem Sicherheitsgefühl übergeben wir so ganz bereitwillig unsere eigene Verantwortung für unser Leben, für unsere Gesundheit, für unser gesamtes Sein. Wir wissen doch ganz genau, was in unserer Gesellschaft läuft. Wir wissen, dass die Lebensmittelindustrie überall Zucker reinpulvert und jeder, der schon mal versucht hat, auf Zucker zu verzichten, weiß, wovon ich rede. Jeder, der schon mal versucht hat, so eine Art Entzug zu machen von Zucker, weiß, wovon ich rede. Dass Kopfschmerzen, schlechte Laune, Stimmungsschwankungen insgesamt dann an der Tagesordnung sind, wenn wir uns selbst den Zucker entziehen. Das ist ganz normal. Das ist eine ganz normale Reaktion von einem Entzug von Zucker. Und wer den durchlebt hat, weiß, dass es danach viel, viel, viel besser funktioniert. Aber in unseren Lebensmitteln, zumindest in den verarbeiteten, ist meistens Zucker drin. Und ich möchte das Thema Motivation jetzt nicht von dieser einen Seite der Ernährung betrachten, sondern ich versuche wirklich ganzheitlich daran zu gehen für dich, um all deine Ziele mit einer hohen Motivation anzugehen. Und ganz gleich, was dein Ziel sein mag. Ich möchte, dass du für dich einen Weg finden kannst, der für dich übertragbar ist. Und trotzdem möchte ich dir noch eine kleine Geschichte erzählen, eine Geschichte aus meinem Leben und wie ich zu einer Motivationsplattform gekommen bin, wo ich mich nicht mehr fragen muss, ob ich mich motiviere. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich frühmorgens aufstehe, frage ich mich nicht mehr, ach, kann ich mich motivieren, laufen zu gehen? Kann ich mich motivieren, ja, die Kinder zu Fuß abzuholen oder zur Kita zu bringen? Kann ich mich motivieren, Sport zu machen? Kann ich mich motivieren, etwas Gesundes zu essen? Das muss ich mich nicht mal fragen. Es ist einfach da. Es ist einfach da. Es ist ein Teil meines Lebens. Es gehört für mich dazu, wie das frühmorgendliche Anziehen oder das Zähneputzen. Es ist für mich normal geworden. Es ist keine Frage mehr der Motivation. Zumindest nicht bewusst. Und das war aber nicht immer so. Es gab eine Zeit, noch in meinem jugendlichen Alter, da bin ich immer mal laufen gegangen. Immer mal, wenn der Bauch zu dick wurde, wenn der Hintern mal wieder irgendwie, ja, mir besonders aufgefallen ist und so weiter und so fort, habe ich mir da meine Laufpartnerin gesucht und bin mit der laufen gegangen. Und das ging meistens so, weiß nicht, 1, 2, 3 Wochen gut. Und dann begann es, dass einer von uns beiden Ausreden gefunden hat. Wir haben uns jeder für sich selbst sabotiert und natürlich auch noch gegenseitig. Und so kam es, dass dieses Laufvergnügen nie was Langfristiges wurde. Und es war auch die Zeit, wo es mir mit meiner Essstörung nicht besonders gut ging, also wo ich immer, immer öfter in diese Abwärtsspiralen reinkam, dass ich mich übergeben habe, dass ich wieder ganz, ganz, ganz ungesunde und viel Nahrung zu mir genommen habe, um sie wieder zu erbrechen und so weiter und so fort. Und ja, das dieser Schmerzpunkt echt hoch wurde. Und ich bin ganz ehrlich zu dir. Meine damaligen Motive waren so oberflächlich. Denn letztendlich hatte ich Angst. Ich hatte Angst,
dass ich nicht gut genug bin, dass ich, ja, meinem Partner zu dick werde, dass ich, ja, meinem Freund nicht mehr gefalle, der jetzt Gott sei Dank mein Mann ist heute, aber das waren alles ganz, ganz oberflächlich Gründe, warum ich irgendwie anfangen musste, für mich etwas zu tun. Und als ich an dem Punkt war, wo es außer Frage stand, dass ich tatsächlich etwas tun muss, wo ich anfangen muss, aufzuhören, mich zu übergeben, aufzuhören, alles in mich reinzustopfen, ganz, ganz viel ungesundes Essen und mich dann wieder zu übergeben, wo ich aufhören musste, mich selbst zu geißeln, mich fertig zu machen und so weiter und so fort. Ich musste aufhören damit. Und an diesem Punkt stand ich für mich an einem Abgrund, der aus heutiger Sicht mein Motiv ist. Ich habe damals aus oberflächlichen Gründen heraus angefangen, regelmäßig Sport zu machen. Und ich habe jeden Tag angefangen zu laufen. Ich bin jeden Tag gelaufen. Und vielleicht denkst du jetzt, naja, da hat sie ja eine Sucht mit der anderen ersetzt. Ja, aus heutiger Sicht schon. Jedoch war das mein Weg. Und ich möchte jetzt dir einen Weg erzählen, den ich für dich nochmal in kurzer Version empfehle. Ich empfehle niemanden den Weg, den ich gegangen bin. Jedoch, lass mich erst mal erzählen. Ich habe also angefangen zu laufen. Jeden Tag, 1, 2, 3, 4 Kilometer. Und es gab Menschen, die dann gesagt haben, oh, das ist aber nicht gut, was du da tust. Und es war auch okay, aber ich habe einfach weitergemacht. Denn ich habe natürlich weiterhin diese oberflächlichen Motive gehabt. Ich wollte nicht mehr brechen. Ich wollte nicht mehr diese ganzen Sachen in mich reinfuttern. Aber ich wollte trotzdem noch meine Tüte Gummibärchen essen. Ich wollte trotzdem noch mein Eis essen. Ich wollte trotzdem noch Pizza essen. Also da ging es gar nicht darum, mich gesund zu ernähren. Es ging gar nicht darum, diese Intention von einem hochwertigen Leben zu haben. Es sollte einfach nur so sein, dass es mir gut geht. Es sollte einfach nur so sein, dass ich mich gut fühle, dass ich nicht mehr anfange, mich zu übergeben. Und ich wollte in eine Kraft kommen. Und aus diesen oberflächlichen Dingen heraus hat sich etwas entwickelt, Stück für Stück. Irgendwann habe ich gemerkt, okay, das viele Laufen wird tatsächlich mit der steigenden Kilometerzahl dann tatsächlich zu viel, durfte also ein bisschen zurückkommen. Und das habe ich dann auch gemacht, bis ich jetzt dann irgendwann den Rhythmus für mich gefunden habe, der funktioniert hat und wo ich dann auch Stück für Stück mich gesteigert habe. Und irgendwann habe ich dann auch gemerkt, okay, ich komme hier nicht weiter. Meine oberflächlichen Motive bringen mich nicht weiter, wenn es darum geht, besser zu werden in dem Sport. Also es hat sich schon verändert. Ich habe dann also geschaut, okay, was brauche ich denn? Ich habe aufgehört zu rauchen. Ich habe angefangen, meine Ernährung mal zu überdenken. Habe festgestellt, dass die Gummibärchen mich niemals über einen Halbmarathon bringen. Natürlich nicht. Und dass natürlich mein Stresspensum sehr, sehr, sehr viel mit meinem Körper zu tun hat. Und all diese kleinen Bausteinchen, um das mal abzukürzen, haben mich letztendlich zu dem heutigen Punkt gebracht. Zu einem Punkt, wo es nicht ein einziges Mal in meinem Kopf irgendwie darum geht, okay, warum muss ich mich jetzt motivieren? Sondern ich kenne meinen größten Schmerz. Ich war bereits da. Ich war bereits an einem Punkt, wo ich genau gesehen habe, wenn es weiter so geht, wo ich enden werde. Ich wäre daran wahrscheinlich nicht sofort gestorben. Denn ich habe es niemals auf die Reihe bekommen, mich wirklich abzuhungern. Das habe ich nicht geschafft. Aber ich habe es geschafft, meinen Körper so runterzuwirtschaften, dass er nicht mehr in der Kraft war. Dass ich keine Kraft mehr hatte, weil ich so ausgelaugt, so ausgepowert war, so fertig war. Und ich war an dem größten Schmerzpunkt, wo ich gemerkt habe, hier darfst du nicht bleiben. Du musst hier weg, du bist in Lebensgefahr. Meine persönliche Lebensgefahr, auch wenn mein Leben nicht wirklich in Gefahr war in dem Moment. Und das ist letztendlich der Punkt, den ich dir empfehle. Nicht, dass du dich runterwirtschaften sollst, sondern dass du dir einmal ganz, ganz, ganz intensiv bewusst wirst. Was ist der schlimmste Punkt in deinem Leben? Was könnte dir in deinem Leben passieren, was so schlimm ist, dass du das tatsächlich als lebensgefährlich ansiehst? Du musst hier natürlich nicht dein Leben riskieren, sondern es geht darum, was passieren könnte. Und gehe einmal in diesen Punkt ganz, ganz, ganz intensiv rein. Was könnte denn passieren, wenn du weiterhin das Stresspensum ganz, ganz hoch hältst? Was könnte denn passieren, wenn du weiterhin nur noch schlechte Sachen isst, wenn du immer noch weiter, immer weiter irgendwelche
Dinge konsumierst, wo du ganz genau weißt, dass sie nicht gut sind. Wir wissen es doch alle. Wir wissen alle, dass dieser ganze Quatsch, den es da draußen gibt, den die Lebensmittelindustrie uns immer noch in den Werbungen als gut verkaufen, dass das doch einfach nicht funktioniert, dass es nicht gut ist für unsere Körper. Dass wir nicht mal erahnen können, was es tatsächlich mit uns macht. Dass wir es teilweise erst dann merken, wenn wir einfach mal drauf verzichten, langfristig. Und gehe einmal rein in so einen Punkt, was könnte passieren? Was könnte passieren? Und halte diesen Moment fest für dich. So emotional, wie es geht. Und dann beginne, dich von diesem Punkt wegzubewegen. Und nehme ein Foto mit aus diesem Moment. Nehme für dich diesen Moment ganz persönlich mit, sodass du dich immer und immer wieder daran erinnerst. Bei diesem immer und immer wieder ist tatsächlich der zweite Punkt, den ich dir empfehle. Du darfst dich daran gewöhnen, du darfst dich selbst darauf konditionieren. Und wir konditionieren uns zu gewissen Mustern über so viele Jahre. So viele Jahre konditionieren wir uns darauf, dass wir den ganzen Tag uns richtig gut ernähren und dann am Abend doch wieder vorm Schrank stehen und dann ja, die Tüte Gummibärchen reinhauen. Von denen komme ich jetzt irgendwie nicht weg. Wir konditionieren uns darauf, dass wir uns fest vornehmen, wir werden jetzt immer jede Woche dreimal laufen gehen und dann nach 2 Wochen hören wir auf. Wir konditionieren uns darauf, dass wir ins Fitnessstudio gehen und dort tatsächlich eine Mitgliedschaft von 1 Jahr unterschreiben und dann gehen wir nach 2 Monaten doch nicht mehr hin und werden dann Unternehmensspender. Du weißt, was ich meine. Du weißt, was ich meine. Also darfst du dich darauf konditionieren, dich daran zu erinnern, was der schlimmste Punkt ist. Und dass du anfängst, dich zu einem Weg hinzubewegen, der tatsächlich das sein darf. Das Gegenteil dafür. Und ich sage auch immer ganz gerne, das Gegenteil von dem, was dein größter Schmerz ist, sollte etwas sein, wofür du sterben würdest. Wenn du es nicht erreichst, würdest du sterben vielleicht. Und dann gehst du los. Du erreichst es. Und abgesehen von diesen ganzen vielen oberflächlichen kleinen Motiven, die ich ja in meiner Motivationskarriere immer wieder hatte, ist ja mein großes Motivationsbild. Und vielleicht hast du es schon mal gehört, dass ich zu meinem 90. oder vielleicht auch zu meinem 95. Geburtstag mit meinen Kindern, Enkelkindern und vielleicht auch Urenkelkindern gemeinsam Fußball spiele. Und dass meine einzige Herausforderung an diesem Tag sein soll, dass ich die Spielregeln immer noch nicht richtig kann. Dass ich immer noch nicht weiß, was abseits ist und wann es das ist. Das ist es. Das ist mittlerweile mein großes Warum. Und ich denke daran nicht jeden Tag. Das ist einfach da. Es ist für mich normal geworden. Für mich ist Bewegung, Sport und auch ein gesundes Essen, ein qualitativ hochwertiges Essen im Alltag, und damit meine ich nicht die Ausnahme, sondern im Alltag, das ist für mich ganz normal geworden. Ganz normal. Wie anziehen, Zähne putzen und so weiter und so fort. Das ist nicht unbedingt leicht. Ich habe dir genau aus diesem Grund auch meinen Weg erzählt. Weil es kann sein, dass es eine Weile dauert. Es kann sein, dass du immer wieder in alte Muster verfällst. Und hier ist es so wichtig, dass wir diese alten Muster anerkennen, dass wir die als einen Bestandteil unseres Lebens ansehen und dass wir nicht wegschauen und uns nicht dafür verurteilen, sondern dass wir anfangen, diese Muster einmal zu hinterfragen. Uns mal zu fragen, was denn das Motiv dahinter ist, dass wir diese Muster tun. Dass wir eventuell immer wieder zu Fressattacken in der Mittagspause neigen. Dass wir immer wieder uns sabotieren und immer wieder eine Ausrede haben dafür, dass wir nicht etwas für uns tun. Dass alles andere wichtiger ist. Und um mal von diesem Essen wegzukommen. Es gibt so viele Menschen, die sich aufopfern für andere Menschen, die ihr ganzes Leben nur damit zu tun haben, dass sie den Haushalt schmeißen, dass sie für die Kinder immer da sind und so weiter und so fort. Und nach außen hin ein so glanzvolles Bild aufrechterhalten, diese Zwangsharmonie und im Inneren zerbrechen. Und ich habe jetzt gerade schon das Thema Mütter und Väter aufgemacht, deswegen bleibe ich da jetzt auch gleich drinne.
Ich finde es so wichtig, dass wir gerade als Eltern, dass wir unsere Verantwortung nicht nur für uns sehen, sondern auch die Verantwortung für unsere Kinder. Und damit meine ich eben nicht, dass wir uns aufopfern für unsere Kinder, sondern dass wir die Verantwortung darin sehen, dass unsere Kinder von uns lernen, indem sie uns beobachten. Sie ahmen uns nach. Und wenn wir tagtäglich uns aufopfern für andere Menschen, für andere Dinge und so weiter und so fort und uns selbst vergessen und immer wieder innerlich zerbrechen und manchmal vielleicht auch äußerlich, was lernen die Kinder? Sie werden genau das gleiche Leben leben. Sie werden wahrscheinlich diesen Weg gehen. Vielleicht werden sie da ausbrechen. Aber vielleicht bleiben sie auch da drin. Und das ist für mich auch ein ganz, ganz aktueller Motivator in den Punkten, wo ich immer noch meine Herausforderungen habe, dass ich im Hier und Jetzt bin zu jeder Zeit. Dass ich meine Arbeit mache in diesen Zeiten, wo meine Arbeit ist und dass, wenn ich meine Kinder abhole, nicht im Kopf noch 3 Klientenakten durchgehe. Dass ich mir nicht noch überlege, okay, was kann ich denn für den tun? Wie kann ich denn den noch ein bisschen dazu kriegen, dass er noch mal ein bisschen an die Grenzen geht? Dass er vielleicht noch mal ein bisschen mehr dies und das und weniger davon und jenes macht? Wie kann ich, hat an diesem Punkt nichts zu tun? Ich darf, wenn meine Kinder da sind, bei meinen Kindern sein. Ich darf ihnen zeigen, wie es geht, ganz präsent bei einer anderen Person zu sein. Diese Wertschätzung gegenüber ihres Seins ihnen beizubringen. Und ihnen beizubringen, dass sie tatsächlich für sich losgehen dürfen. Und dass es natürlich wichtig ist, auch für andere Dinge zu tun in der Gemeinschaft. Für andere auch mal da zu sein, hilfsbereit zu sein und so weiter und so fort. Aber nur, wenn sie selbst in der eigenen Kraft sind. Wir sind alle wichtig für uns, weil wir haben alle ein Leben und wir dürfen für unser eigenes Leben die Verantwortung zurückholen und uns mal bewusst werden, wie oft wir eigentlich unser eigenes Leben so bedrohlich machen. Auch wenn unsere Grenzen, unsere Rahmenbedingungen in diesem Leben doch so sicher sind und wir wahrscheinlich so, so viel tun dürfen, ohne dass wir uns selbst umbringen. Und die Frage ist, ob das tatsächlich richtig ist. Die Frage ist, warum so viele Menschen tatsächlich an Krankheiten erkranken, die ihnen immer noch peinlich sind. Und deswegen ist es doch so schön, dass wir einfach da mal hinschauen. Dass wir mal hinschauen, wo wir nicht hinwollen. Und es kann manchmal richtig schmerzhaft sein. Das kann manchmal richtig, richtig anstrengend sein, sich selbst zu konditionieren, immer und immer wieder das Gleiche zu üben. Es kann sein, dass es manchmal auch nervig ist, immer wieder zu sehen, dass es nicht geklappt hat. Aber darum geht es nicht im Leben. Es geht darum, dass du anfängst zu üben, ganz tief in deinem Unterbewusstsein diesen schmerzvollsten Moment abzuspeichern und hieraus eine automatische Motivation für dich zu ziehen, dass du das tust. Und diese Motivation so natürlich werden zu lassen, wie du auch aufstehst und früh morgens zu deinem Chef zu gehen. Da ist vielleicht bei dem einen oder anderen jetzt dieser Punkt, oh naja, da habe ich ja nicht so viel Motivation, du tust es aber trotzdem. Die meisten Menschen, auch wenn sie keine Lust haben auf ihre Arbeit, und davon gibt es so viele Menschen mögen ihre Arbeit nicht. So viele Menschen stehen montags auf und wünschen sich schon Freitag. Sie wünschen sich Lebenszeit weg, weil sie keinen Bock haben auf diese Arbeit. Und trotzdem haben sie so viel Motivation, dorthin zu gehen und etwas zu tun, was sie nicht mögen. Aber wenn es darum geht, dass sie mal ihre Rückenschmerzen, ihre Hüftschmerzen, ihr Übergewicht, vielleicht sämtliche Kommunikation ihres eigenen Körpers mal ernst zu nehmen, mal anzusehen und vielleicht dagegen was zu tun, da fehlt ihnen die Motivation. Und natürlich hat das alles sehr, sehr viel auch mit Energiemanagement zu tun. Es hat natürlich sehr, sehr viel damit zu tun, wenn wir unsere ganze Energie für Dinge verpulvern, die wir eigentlich nicht machen wollen, aber trotzdem machen, diese Motivation dafür aufbringen, das trotzdem zu machen. Könnte es sein, dass am Ende des Tages nicht mehr viel Energie übrig bleibt für unsere eigene Motivation? Es könnte sein. Und um das alles zusammenzufassen, wäre es nicht so wunderbar, wenn wir vielleicht einmal durch einen Schmerz gehen, um unser Leben
von diesem Schmerzpunkt wegzubewegen, ganz gleich, was es für dich ist. Vielleicht ist es sogar auch eine neue Arbeit für dich zu kreieren. Vielleicht mal zu hinterfragen, ob der Job, den du schon so lange machst, der dich nicht erfüllt, der dich einfach nur aussaugt, Lebenskraft aussaugt und du vielleicht gar nicht mehr die Kraft hast und deswegen dir Lebenszeit wegwünscht. Könnte es sein, dass es dann einfach Zeit ist, diesen Platz frei zu machen? Weil das Leben ist doch nicht dafür da, dass du dich selbst versklavst für Dinge, die dir keinen Spaß machen. Und Arbeit darf Spaß machen. Und es könnte sein, dass es vielleicht erstmal am Anfang nicht ganz so einfach wird, aber Arbeit darf Spaß machen. Und wenn du es willst, wirst du eine Lösung finden, die funktioniert. Du musst es bloß wollen. Und vielleicht mal die Motivation dorthin lenken, wo du sie wirklich brauchst, zu dir selbst. Und nicht in andere Personen, andere Tiere, andere Dinge. Nicht ins Außen, sondern in dich selbst. Und vielleicht beginnt deine Motivation mit einem so schmerzvollen Gedanken, dass dein Ziel nur der einfache Weg wird. Und hier kann ich dir aus meiner Erfahrung sagen, so war es bei mir. Für mich ist es der einfachste Weg, der Weg mit dem geringsten Widerstand, mich immer mehr von diesem früheren Ich wegzubewegen. Immer wieder meine alten Verhaltensmuster, die immer mal wieder auftauchen, das kommt bei mir genauso vor. Ich kann mich selbst nach so vielen Jahren immer noch selbst dabei erwischen, wie ich in alte Muster reinfalle. Aber dieser schmerzvolle Gedanke an damals ist für mich so kraftvoll, dass es für mich so leicht ist, weiterzugehen. Weiterzugehen in eine Richtung, wo ich wirklich leben kann für mich persönlich. Und ich hoffe, dass ich für dich vielleicht auch hier ein paar Punkte erwähnen konnte, wo du dich selbst siehst, wo du dich selbst auch vielleicht so ein bisschen abholen lassen kannst. Und ich freue mich so sehr, wenn ich von dir höre, wenn ich dich motivieren konnte, für dich loszugehen, für dich etwas zu erschaffen, was wirklich, wirklich, wirklich großartig werden kann. Denn natürlich ist das alles in dir. Es liegt in deiner DNA, dass du dich motivieren kannst für das Leben. Du darfst bloß aufhören, dich so furchtbar sicher zu fühlen in dieser Gesellschaft. Du wirst an nichts sterben, was du tust in deinem Alltag. Aber lebst du deswegen? Und in diesem Sinne möchte ich auch dieses Thema jetzt gerade für den Moment abschließen. Freue mich aber so sehr, wenn du dich mit mir dazu austauschst, wenn du mir vielleicht auch deine Geschichte erzählst, wenn du mir erzählst, an welchem Punkt du dich gerade befindest und welche Motivatoren dir vielleicht auch gerade so ein bisschen fehlen, was du noch brauchst, um loszugehen. Selbstverständlich helfe ich dir auch dabei so gerne. Melde dich von Herzen bei mir und denke immer daran, du bist so wundervoll und einzigartig. Du hast verdient, dass du ein so großartiges Leben führst. Es ist das einzige Leben, was dir geschenkt wurde und was du für den Moment hast. Ich freue mich, von dir zu hören. Und bis dahin, bleibe bewegt, deine Marie.